Infograms. Dabei möchte ich mich jetzt hier erstmal entschuldigen. Ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, weil es ist eine französische Firma und wird wahrscheinlich Infograms oder ähnlich ausgesprochen. Jedoch hatte ich kein Französisch in der Schule und daher werde ich es Englisch aussprechen. Infograms, gegründet 1983 in Lyon, Frankreich, von Bruno Bonnel und Christophe Sapé, begann als kleines Startup und wurde zu einem der einflussreichsten Akteure in der Geschichte der Videospielindustrie. Infograms wurde in der Zeit gegründet, als die Videospielindustrie noch in ihren Kinderschuhen steckte. Bruno Bonnel und Christophe Sapé, beide mit einer Leidenschaft für Computerspiele und Technologie, erkannten das Potenzial dieser aufstrebenden Branche. Ihr Ziel war es, Spiele zu entwickeln, die nicht nur unterhalten, sondern auch eine Geschichte erzählen und so die Spieler emotional ansprechen. Die Anfangsjahre von Infograms waren geprägt von Experimentierfreude und dem Streben nach Innovation. Eines der ersten Spiele, Le Passager du Vin, basierte auf einem französischen Comic und war revolutionär in der grafischen Darstellung und narrativen Tiefe. Dieses Spiel war nicht nur in Frankreich, sondern auch international ein Erfolg und half dabei, den Ruf von Infograms als ernstzunehmende Spieler in der Branche zu etablieren. Infograms war bekannt für seine grafischen Innovationen. In einer Zeit, als die Grafik im Videospiel eher rudimentär war, schaffte sie es, Spiele mit auffallend detaillierten und künstlerisch gestalteten Grafiken zu produzieren. Diese visuelle Qualität verlieh ihren Spielen eine unverwechselbare Identität und half, sie von den Produkten anderer Entwickler abzuheben. Viele der Spieler zeichneten sich auch durch starke Betonung von Erzählung und Atmosphäre aus. Dies war besonders in ihren Adventure-Spielen zu sehen, wo eine komplexe Handlung und tiefgründige Charakterisierung im Mittelpunkt standen. Spiele wie The Adventures of Tintin, Prisoners of the Sun und North and South basierten auf bekannten literarischen und historischen Themen, was zur damaligen Zeit in der Spieleindustrie noch gar nicht so weit verbreitet war. Sie experimentierten mit einer Vielzahl von Genres, darunter Abenteuer, Action, Strategie und sogar frühe Formen von Rollenspielen. Diese Vielfalt trug dazu bei, ein breites Publikum anzusprechen und machte sie zu einem vielseitigen Spieler in der Videospielindustrie. Neben grafischen Innovationen wurde auch mit verschiedenen Technologien experimentiert. Sie waren eines der ersten Unternehmen, das Spiele für eine Vielzahl von Plattformen entwickelte, was zu einer Zeit, als der Markt von wenigen dominanten Systemen beherrscht wurde, bemerkenswert war. Sie nutzten Lizenzen und Partnerschaften, um Spiele zu entwickeln, die auf beliebten Franchises basierten. Diese Strategie half dabei, ein breiteres Publikum zu erreichen und die Bekanntheit ihrer Spiele zu erhöhen. Als eines der führenden europäischen Spieleunternehmen brachten sie einen einzigartigen europäischen Einfluss auch in die Spiele ein. Dies spiegelte sich in der Auswahl der Themen, der künstlerischen Gestaltung und der Erzählweise wider. Insgesamt war Infograms in den 1980er Jahren für seine Innovationskraft, seinen künstlerischen Ansatz und seine Fähigkeit, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen, bekannt. Diese Eigenschaften halfen dem Unternehmen, sich in einer schnell wachsenden und sich ständig veränderten Branche zu etablieren und auszuzeichnen. Die 1990er Jahre waren für Infograms eine Zeit des massiven Wachstums. Durch strategische Akquisitionen von Unternehmen wie Ecolab 1996 und Ocean Software 1998 erweiterte die Firma ihr Portfolio erheblich. Diese Übernahmen brachten nicht nur eine Vielzahl von neuen Titeln und Genres ins Portfolio, sondern verschafften auch dem Unternehmen einen wichtigen Fußabdruck in den Märkten außerhalb von Europa. In den 90er Jahren veröffentlichte Infograms einige seiner bekanntesten Spiele. Alone in the Dark 1992, ein Vorreiter des Survival-Horror-Genres, war bahnbrechend in seiner Art und beeinflusste viele nachfolgende Titel. Das Spiel wurde für seine atmosphärische Darstellung und innovative Gameplay-Mechaniken gefeiert. Outcast von 1999 war ein weiterer Meilenstein, bekannt für seine fortschrittliche Grafik und seinen ambitionierten Open-World-Design. Aber nicht nur die Open-World-Ansatz war neu, sondern auch die verwendete Technik. Hier zeigte sich mal wieder Infograms experimentierfreudig und setzte auf Voxel und nicht auf Polygon-Grafik. Trotz dieser Erfolge stand Infograms vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Die hohen Kosten für die Akquisition und Entwicklung führten zu finanziellen Belastungen. Zudem erhöhte sich der intensivierende Wettbewerb in der Branche den Druck, kontinuierlich innovative und qualitativ noch hochwertigere Spiele zu liefern. Die 90er Jahre waren auch eine Zeit des technologischen Umbruchs in der Videospielindustrie. Mit dem Aufkommen neuer Konsolen wie der PlayStation und der Xbox musste Infograms seine Spielentwicklung an die neuen technischen Möglichkeiten und die annähernden Spielerwartungen anpassen. Diese Anpassung war entscheidend, um relevant zu bleiben und mit einer großen Akteure der Branche zu konkurrieren. Aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Wir konzentrieren uns hier in diesem Video auf die 90er Jahre und auf die Umsetzung auf dem Game Boy.
Die Entscheidung von Infogrames, sich auf den Game Boy zu konzentrieren, war ja strategisch motiviert. Der Game Boy, eingeführt von Nintendo im Jahr 1989, revolutionierte den Markt für mobiles Gaming und wurde schnell zu einer der bekanntesten und beliebtesten Handheld-Spielekonsolen. Infogrames erkannte das Potenzial des Game Boys, ein breites Publikum zu erreichen, insbesondere natürlich auch jüngere Spieler, die natürlich auch eine Affinität zu Comicfiguren hatten. Die Firma hatte ja in der Vergangenheit durchaus sehr positive Erfahrungen mit entsprechenden Umsetzungen gehabt und so war es nur logisch, auch auf dem System entsprechende Spiele zu veröffentlichen. Die Strategie, Spiele basierend auf Comicvorlagen zu entwickeln, war also auch zweigleisig. Einerseits boten Comics eine reiche Quelle für Geschichten und Charaktere, die sich gut für die Umsetzung in Videospiele eigneten. Andererseits erlaubten diese Adaptionen von der bestehenden Popularität und dem Markenwert der Comicfiguren zu profitieren. In einer Zeit, in der die Videospielindustrie wettbewerbsintensiver wurde, boten lizenzierte Spiele eine sichere Möglichkeit, Aufmerksamkeit und natürlich auch eine gewisse Verkaufszahl zu generieren. Unter der ganzen Masse der neuen Spiele würde eine Umsetzung von Asterix zum Beispiel dem Zielpublikum positiver auffallen. Diese Erfolgsfaktoren für Infogrames im Bereich der Gameboy-Spiele lagen in ihrer Fähigkeit, die Essenz der Comic-Vorlagen einzufangen und eine für den Gameboy geeignete Form zu übersetzen. Dies erforderte natürlich kreatives Design und technisches Know-how, um die beschränkten grafischen und spielerischen Möglichkeiten des Gameboys optimal zu nutzen. Die Spiele mussten einfach genug für die Hardware sein, gleichzeitig aber komplex genug, um die Spieler zu fesseln. Dazu sollte es natürlich auch noch der Charme der Vorlage korrekt eingefangen sein. Alles zusammen also ein, naja, nicht ganz einfaches Unterfangen. Die Entscheidung von Infogrames, sich auf die Entwicklung von Gameboy-Spielen zu konzentrieren, die auf Comic-Vorlagen basierten, war also ein kluger Schachzug. Diese Strategie ermöglichte es den Unternehmen von der wachsenden Popularität des Mobile-Gamings und anhaltenden Liebe zu Comic-Figuren zu profitieren. Durch die Kombination von kreativem Design, technischem Know-how und einer klaren Marketingstrategie konnte Infogrames einen unvergesslichen Fußabdruck in der Geschichte des Mobile-Gamings hinterlassen. Ihre Spiele sind bis heute ein Beispiel dafür, wie man bekannte Geschichten und Charaktere in das Format von Handheld-Spielen erfolgreich überträgt. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass Infogrames auch sehr oft auch als Publisher aufgetreten ist und daher nicht alle Spiele dieser Erfolgsformel folgen. Vor allem die ersten Anfangsspiele sind von dieser Formel etwas ausgeklammert. Godzilla für den Game Boy ist ein Puzzlespiel, das auf der berühmten japanischen Filmikone Godzilla basiert. Anders als man es bei einem Spiel mit dem Godzilla erwarten könnte, handelt es sich hier dabei nicht um ein Actionspiel, sondern um ein eher ruhiges, aber dennoch herausforderndes Puzzlespiel. Das Spielprinzip ist vergleichbar mit anderen Puzzlespielen dieser Ära. Die Spieler müssen Blöcke verschieben, um Godzilla durch verschiedene Level zu navigieren und das Ziel zu erreichen, während sie Hindernissen und natürlich auch Gegnern ausweichen. Das Spiel besteht aus einer Reihe von Levels, die zunehmend komplexer werden und gute Planung sowie strategisches Denken erfordern. Für ein Gameboy-Spiel aus dem Jahr 1990 bietet Godzilla eine angemessene grafische Leistung. Die Grafik ist einfach, aber klar und funktionell und mit einer annehmbaren Darstellung von Godzilla und anderen Charakteren. Das Soundtrack ist auch recht einfach gehalten, bietet jedoch die passende und musikalische Untermalung für Puzzle-Action. Das Spiel bietet einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, der es zu einer Herausforderung, aber nicht zu frustrierend macht. Die Puzzle-Mechaniken sind einfach zu verstehen, aber schwierig zu meistern, was das Spiel einen guten Wiederspielwert verleiht. Die Steuerung ist intuitiv, was die Spielfreude natürlich auch erhöht. Godzilla auf dem Game Boy ist ein unterhaltsames und herausforderndes Puzzlespiel, das eine interessante Abweichung von der typischen Godzilla-Formel bietet. Aber, wie angesprochen, Fans des Monsters erwarten wahrscheinlich ein anderes Spiel als ein Puzzlespiel. Bomb Jack ist ein Gameboy-Adaption des gleichnamigen Arcade-Klassikers von Tecmo. In diesem Plattformspiel steuern die Spieler Jack, einen Superhelden, dessen Aufgabe es ist, Bomben zu entschärfen, die über verschiedene Levels verteilt sind, während er Feinden ausweicht und Bonusgegenstände einsammelt. Das Kerngameplay von Bomb Jack ist einfach, aber fesselnd. Spieler sammeln alle Bomben in ein Level ein, bevor die Zeit abläuft. Jack kann dabei springen und fliegen, was ihm natürlich auch hilft, die auf verschiedenen Plattformen verteilten Bomben zu erreichen. Feinde bewegen sich natürlich auch ebenfalls durch die Levels und erhöhen die Schwierigkeit. Zusätzliche Punkte können durch das Sammeln von Power-Ups und das Entschärfen von Bomben in einer bestimmten Reihenfolge erzielt werden. Die Grafiken sind lebendig gestaltet und die Charaktere und Hintergründe sind gut zu erkennen und fangen den Charme der Arcade-Vorlage durchaus ein. Trotz der Einschränkungen der Gameboy sind die Grafiken klar und attraktiv. Das Soundtrack ist fröhlich und passt gut zum Spiel mit eingängigen Melodien, die Arcade-Atmosphäre weiter verstärken. Bomb Jack bietet einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, der im Verlauf des Spiels zunimmt. Die Steuerung ist einfach und reaktionsschnell, was für ein angenehmes Spielgefühl sorgt. Die Herausforderung, alle Bomben zu sammeln, während man den Feinden ausweicht, sorgt natürlich auch hier für einen hohen
und Wiederspielwert. Bombcheck auf den Gameboy ist eine gelungene Umsetzung des Arcade-Klassikers. Es bietet einfaches, aber süchtig machendes Gameplay, kombiniert mit lebendigen Grafiken und einem fröhlichen Soundtrack. Dieses Spiel ist perfekt für Fans von Retro-Arcade-Spielen. Es hat natürlich nicht die Tiefe oder Komplexität moderner Spiele, aber seine nostalgische Anziehungskraft und sein einfaches, aber herausforderndes Gameplay machen es zu einem lohnenden Erlebnis für Gameboy-Spieler. Cool Ball oder auch Pop-Up, je nach Region, für den Game Boy ist ein einzigartiges Spiel, das Elemente von Action und Puzzle kombiniert. In diesem Spiel steuern die Spieler einen springenden Ball durch verschiedene Level, wobei das Ziel ist, Hindernissen auszuweichen, Rätsel zu lösen und das Ende jedes Levels natürlich zu erreichen. Das Gameplay von Cool Ball ist zentriert um die Physik des springenden Balls. Die Spieler müssen den Ball präzise steuern, um Hindernisse auszuweichen und Puzzles zu lösen. Der Ball kann verschiedene Aktionen ausführen, wie springen oder an Wänden abprallen, was für ein dynamisches und manchmal natürlich auch herausforderndes Spiel sorgt. Jedes Level bietet unterschiedliche Herausforderungen und erfordert strategisches Denken und natürlich auch Timing. Die Grafik in Cool Ball ist einfach, aber effektiv, mit klaren und übersichtlichen Level-Designs, die es einfach machen, den Überblick zu behalten. Die Charakter- und Umgebungsgrafiken sind für Gameboy-Verhältnisse angemessen, jedoch relativ einfach gehalten. Das Soundtrack ist fröhlich und ergänzt das Spielgeschehen, wobei die Soundeffekte die Bewegung und Aktion des Balls hervorheben. Cool Ball bietet einen moderaten bis herausfordernden Schwierigkeitsgrad. Einige Levels können besonders knifflig sein, was zu einem befriedigenden Gefühl führt, wenn man sie natürlich endlich gemeistert hat. Die Steuerung ist anfangs natürlich auch gewöhnungsbedürftig, aber sobald man sie daran gewöhnt hat, bietet das Spiel ein unterhaltsames und lohnendes Erlebnis. Das Spiel ist auf dem Gameboy ein unterhaltsames und originelles Spiel, das Puzzle- und Action-Elemente geschickt miteinander verbindet. Seine einzigartige Spielmechanik kombiniert mit einem soliden Level-Design und einer ansprechenden Grafik macht es zu einem interessanten Spiel für Puzzle- und Action-Fans. Obwohl es möglicherweise nicht so bekannt ist wie andere Gameboy-Titel, bietet Cool Ball ein einzigartiges und herausforderndes Spielerlebnis, das es wert ist, entdeckt zu werden. Rubble Saver 2, oder auch bei uns als Max bekannt, ist ein Action-Adventure-Spiel. In diesem Spiel steuern die Spieler ein gepanzertes Fahrzeug in einem postapokalyptischen Szenario, um Feinde zu besiegen und Missionen zu erfüllen. Das Gameplay ist eine Mischung aus Action und Strategie. Die Spieler navigieren ihr Fahrzeug, was ein Mech ist, durch verschiedene Level, kämpfen Feinde und meistern Hindernisse. Das Fahrzeug kann aufgerüstet werden, indem man Power-Ups einsammelt, die die Feuerkraft und natürlich auch die Verteidigung verbessern. Das Spiel verlangt taktisches Vorgehen, um die zahlreichen Gegner zu besiegen und die Herausforderungen jedes Level zu meistern. Die Grafik ist für ein Gameboy-Spiel durchaus bemerkenswert. Die Levels sind detailliert und variierend in ihrer Gestaltung, was für eine immersive Spielumgebung sorgt. Die Charaktere und Fahrzeugdesigns sind gut umgesetzt, was die postapokalyptische Atmosphäre des Spiels unterstützt. Der Soundtrack ist natürlich auch dynamisch und passt gut zum actionreichen Gameplay, während die Soundeffekte die Intensität der Gefechte verstärken. Das Spiel bietet einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler herausfordernd ist. Die Steuerung ist präzise und reagiert gut, was das Manövrieren des Fahrzeugs und das Zielen angenehm macht. Die Kombination aus Action und auch Strategie und Fahrzeug-Upgrades sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Max ist ein solides, unterhaltsames Action-Adventure-Spiel für den Gameboy. Mit einer ansprechenden Grafik, dem dynamischen Soundtrack und der herausfordernden Spielmechanik bietet es ein abwechslungsreiches Spielerlebnis. Das Spiel ist eine gute Wahl für Fans von Action-Adventure-Spielen, bietet genug Tiefe und Herausforderung, um Spieler für mehrere Stunden zu fesseln. Auch das Spiel mag jetzt nicht so bekannt sein wie andere Spiele, was vor allen Dingen wahrscheinlich an den generischen Titel hier bei uns liegt, aber es ist definitiv ein verstecktes Juwel in der Bibliothek des Handhelds. Asterix für den Gameboy basiert natürlich auf dem beliebten französischen Comic und bringt die Abenteuer des gleichnamigen gallischen Helden auf den Handheld. In diesem Plattformer steuern die Spieler Asterix und in einigen Leveln auch seinen Freund Obelix, während sie sich durch verschiedene Levels kämpfen, die von Orten und Charakteren der Comicserie natürlich inspiriert sind. Das Gameplay ist typisch für ein Plattformspiel dieser Ära. Spieler springen, laufen, kämpfen sich durch die Levels, während sie römischen Soldaten ausweichen und gelegentlich auch natürlich auch auf Endgegner treffen. Jedes Level bietet unterschiedliche Herausforderungen und Hindernisse, die die Spieler dazu bringen, Strategie und Geschick einzusetzen. Die Grafik ist lebendig und farbenfroh mit gut gestalteten Charakteren und Hintergründen, die den Charme der Comicvorlage durchaus einfangen. Trotz der technischen Einschränkungen des Gameboys sind die Grafiken klar und detailreich. Das Soundtrack ist fröhlich und unterhaltsam, was zur allgemeinen Atmosphäre des Spiels super passt. Das Spiel bietet einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, der sowohl jüngere als auch erfahrene Spieler anspricht. Die Steuerung ist einfach zu lernen und reagiert gut, was ein angenehmes Spielgefühl führt. Die Vielfalt der Levels und die Einbeziehung verschiedener Charaktere aus der Comicserie sorgen für einen hohen Wiederspielwert natürlich. Asterix auf den Gameboy ist ein solides und unterhaltsames Action-Plattformer-Spiel, das die Essenz der beliebten Comicserie gut einfängt. Mit seiner ansprechenden Grafik, dem charmanten Soundtrack und dem abwechslungsreichen Gameplay ist hier eine empfehlenswerte Wahl für Fans der Serie und für Liebhaber von Plattformerspielen da.
Die Schlümpfe für den Gameboy ist natürlich ein Spiel, was auch auf der berühmten Comicserie basiert. In diesem Plattformer übernimmt ihr die Kontrolle über einen der beliebten blauen Schlümpfe auf einer Rettungsmission, um Schlumpfine aus den Klauen des bösen Zauberers Gargamel zu befreien. Das Gameplay folgt auch hier der klassischen Plattformregel. Spieler springen und laufen durch verschiedene Levels, die von den Schlumpf-Dorfumgebungen und anderen bekannten Orten aus der Serie inspiriert sind. Während des Abenteuers müssen Spieler Hindernisse ausweichen, Gegner besiegen und natürlich auch Rätsel lösen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Leveln, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen und natürlich auch Themen haben. Die Grafik ist dabei lebhaft und kinderfreundlich gestaltet. Die Charaktere und Umgebungen sind gut dargestellt und bleiben auch hier den Stil der Comicserie treu. Für ein Gameboy-Spiel sind die Grafiken klar und detailreich. Der Soundtrack ist fröhlich und passt auch hier zum leichten Ton des Spiels, während die Soundeffekte die Aktion des Spielers gut verstärken. Die Schlümpfe auf dem Gameboy ist ein unterhaltsames, charmantes Plattformerspiel, das die magische Welt der Schlümpfe gut einfängt. Mit seiner ansprechenden Grafik, dem fröhlichen Soundtrack und den abwechslungsreichen Gameplay ist hier ein lohnendes Spiel für Fans der Serie und für Plattformspielliebhaber. Es mag nicht die Tiefe oder Komplexität anderer Plattformer haben, aber seine nostalgische Anziehungskraft und das spaßige Spielgefühl machen es zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Tim und Tibet, basiert auf dem berühmten Tintin in Tibet von Hergé, ist ein Action-Adventure-Spiel für den Gameboy. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle des ikonischen Reporters Tim, da sie auf eine gefährliche Reise durch Tibet begibt, um seinen Freund Chang zu retten, der in einem Flugzeugabsturz vermisst wird. Das Spiel kombiniert Elemente von Action-Adventure und Plattformer-Spiel. Die Spieler führen Tim durch verschiedene Levels, die von gefährlichen und eisigen Landschaften Tibets inspiriert sind. Während ihrer Reise müssen sie Rätsel lösen, Hindernissen ausweichen und Gegnern entkommen. Das Gameplay erfordert geschickt und logisch Denken, wobei die Spieler auch auf Tims treuen Hund Struppi zählen können. Das Spiel bietet für ein Gameboy-Spiel eine beachtliche Grafikqualität. Die Charaktere und Umgebungen sind detailreich und treu zum Comic-Stil gestaltet. Das Spiel fängt die Atmosphäre und den Geist des Comics einfach gut ein, mit klaren und erkennbaren Darstellungen der Charaktere und Umgebung. Das Soundtrack ist natürlich auch stimmig und trägt zur Spannung und Abenteueratmosphäre des Spiels bei. Tim in Tibet ist ein solides und unterhaltsames Spiel für den Gameboy, das Fans der Comicserie und Liebhaber von Action-Adventure-Spielen ansprechen wird. Mit seiner ansprechenden Grafik, der stimmigen Musik und dem abwechslungsreichen Gameplay bietet es ein lohnendes Erlebnis, das sowohl der Vorlage treu bleibt, als auch ein einständiges Abenteuer bietet. Es ist ein gelungenes Beispiel, wie man eine beliebte Comicserie in ein ansprechendes Videospiel umsetzen kann. Die Schlümpfe reisen um die Welt ist natürlich die Fortsetzung zu Die Schlümpfe für den Gameboy nehmen den Spieler mit auf eine globale Reise mit den beliebten blauen Charakteren. In diesen Abenteuer reisen die Schlümpfe zu verschiedenen Orten rund um die Welt, um verlorene Geschenke zu sammeln und ihre Freunde natürlich zu retten wie immer. Auch hier erwartet euch ein Plattformer und auch das erfindet das Genre natürlich jetzt nicht komplett neu. Ihr spielt verschiedene Schlumpfcharaktere durch unterschiedliche internationale Umgebungen, von der Antarktis bis zum Dschungel. Jedes Level bietet eigene Herausforderungen, Feinde und Rätsel. Die Spieler müssen geschickt springen, ausweichen und Objekte einsammeln, um die Level zu meistern. So viel also so gewohnt. Die Grafik in Die Schlümpfe reisen um die Welt ist natürlich sehr schön und kinderfreundlich gestaltet. Die verschiedenen weltweiten Umgebungen sind gut dargestellt und bringen Abwechslung in das Spielgeschehen. Die Charaktere sind im klassischen Schlumpfstil gehalten. Das Soundtrack ist fröhlich und passt gut zu der leichten Stimmung. Die Schlümpfe Reise um die Welt ist ein unterhaltsames und farbenfrohes Abenteuer für den Gameboy, das die beliebten Schlümpfe in ein globales Setting mit seiner kinderfreundlichen Grafik, dem fröhlichen Soundtrack und abwechslungsreichen Gameplay ist hier ein gelungenes Spiel für Fans der Schlümpfe und Liebhaber von Plattformerspielen dar. Es mag nicht die Tiefe oder Komplexität anderer Titel haben, aber es ist ein spaßiges und familienfreundliches Spiel, das Spieler jeden Alters anspricht. Asterix und Obelix für den Gameboy ist natürlich der Nachfolger von Asterix. In diesem unterhaltsamen Plattformerspiel können die Spieler entweder als Asterix oder Obelix spielen, wobei jeder Charakter seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten hat. Das Spiel folgt der klassischen Plattformer-Prinzipien. Spieler springen, laufen, kämpfen sich durch die verschiedenen Levels, die von Orten und Charakteren der Comicserie inspiriert sind. Soweit also so normal. Ihr müsst natürlich auch Rätsel lösen, Hindernissen ausweichen und Feinde besiegen, während ihr euch auf eure Reise römische Legionäre und andere bekannte Gegner aus den Comics trefft. Die Grafiken sind hell, farbenfroh gestaltet und bleiben im Stil der Comicvorlage abermals wieder treu. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet und bieten eine gute Mischung aus landschaftlichen und architektonischen Hintergründen. Das Soundtrack ist fröhlich und unterhaltsam, was perfekt zu dem Spiel passt. Asterix und Obelix bietet einen moderaten Schwierigkeitsgrad, der sowohl jüngere als auch erfahrene Spieler anspricht. Die Steuerung ist einfach und intuitiv, was das Spiel zugänglich macht und unterhaltsam.
Besonders der Wechsel zwischen den Charakteren bietet euch einen großen Vorteil im Vergleich zu dem ersten Teil und auch etwas mehr Spieltiefe. Das Spiel ist ein spaßiges und unterhaltsames Plattformerspiel für den Gameboy, das die Abenteuer der berühmten gallischen Helden gut einfängt. Mit seinen lebendigen Grafiken, dem fröhlichen Soundtrack und dem abwechslungsreichen Gameplay ist es eine empfehlenswerte Wahl für Fans der Serie und für Liebhaber von Plattformerspielen. Es bietet genug Herausforderungen und Spaß, um Spieler für mehrere Stunden zu fesseln und ist ein würdiger Vertreter der Asterix-Spiele auf den Handheld. Lucky Luke für den Game Boy ist ein Spiel, das natürlich auf den gleichnamigen beliebten Comicserie basiert. Spieler schlüpfen in die Rolle des titelgebenden Cowboys, bekannt für seine Schnelligkeit beim Ziehen des Revolvers. In diesem Abenteuer begibt sich Lucky Luke auf eine Mission, um die Dalton-Brüder natürlich einzufangen und verschiedene Herausforderungen im Wilden Westen zu meistern. Das Gameplay umfasst dabei typische Plattformer-Elemente mit zusätzlichen Action-Sequenzen. Ihr lauft, springt und schießt euch durch eine Vielzahl von Leveln, die verschiedene Szenarien des Wilden Westens darstellen. Von Wüstenlandschaften bis zu Zugüberfällen bietet es hier wirklich alles, was ihr so braucht. Lucky Luke kann verschiedene Waffen nutzen und muss Rätsel lösen, um weiterzukommen. Die Grafik ist in den Comic-Stil treu und bietet lebendige Darstellung des Wilden Westens. Charaktere und Umgebungen sind klar und detailreich, was im Spiel visuell ansprechend macht. Das Soundtrack ergänzt das Western-Setting mit passender Musik und Soundeffekten, die das Gameplay natürlich auch bereichern. Lucky Luke auf den Game Boy ist ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Spiel, das die Atmosphäre der Comic-Serie sehr gut einfängt. Mit seiner ansprechenden Grafik, dem atmosphärischen Soundtrack und dem herausfordernden Gameplay ist es ein Muss für Fans des berühmten Cowboys. Es bietet eine gelungene Mischung aus Action, Abenteuer und Humor und ist daher ein hervorragender Beitrag zur Reihe der Lucky Luke Spiele. Spyro für den Game Boy ist basierend auf dem beliebten belgischen Comicserie von Rob Well. Ihr schlüpft in die Rolle des titelgebenden Charakters Spyro, einen mutigen Hotelpagen, der sich auf ein Abenteuer begibt, um seinen Freund Fantasio zu retten und die Pläne des bösen Wissenschaftlers Graf von Rummelsdorf zu vereiteln. Das Gameplay umfasst traditionelle Plattformer-Elemente, bei denen Geschicklichkeit und Timing natürlich im Vordergrund stehen. Ihr müsst Spyro natürlich durch verschiedene Level navigieren, ihr müsst dort springen, klettern und Hindernissen ausweichen. Neben physischen Herausforderungen müssen die Spieler dann auch noch Rätsel lösen, um weiterzukommen. Der Fokus liegt hier auf Abenteuer und Erkundung, wobei Spyro verschiedene Gadgets und Hilfsmittel einsetzt. Die Grafik ist auch hier stilgetreu zur Comic-Vorlage. Die Charaktere und Umgebung sind wie immer gut gestaltet und bieten eine lebendige Darstellung der Welt von Spyro. Der Soundtrack ist natürlich auch unterhaltsam und passt gut zum humorvollen Ton des Spiels, während die Soundeffekte auch hier die Aktion des Spielers hervorheben. Spyro auf dem Game Boy ist ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Plattformerspiel, das die Welt des Comics wirklich ansprechend umsetzt. Mit seiner ansprechenden Grafik, dem fröhlichen Soundtrack und einer guten Mischung aus Action und Rätseln, ist es ein empfehlenswerter Spiel für Fans der Comic-Vorlage und natürlich auch für Fans der Plattformer-Spielen. Es mag nicht die Tiefe oder Komplexität anderer Titel haben, aber bietet dafür ein spaßiges und familienfreundliches Abenteuer, das die Welt in die charmante Welt von Spyro eintauchen lässt. Die Maus für den Gameboy basiert natürlich auf der Kindersendung Die Sendung mit der Maus und ist ein unterhaltsames Spiel, das Puzzle und Plattformelemente kombiniert. In diesem Spiel steuert ihr die ikonische Maus durch verschiedene Level, in dem ihr Geschicklichkeit und logisches Denken gefragt. Das Gameplay umfasst das Lösen von Rätseln und das Überwinden von Hindernissen. Die Spieler müssen verschiedene Mechanismen aktivieren, Schalter umlegen und Gegenstände einsammeln, um die Level zu meistern. Die Herausforderungen sind gut durchdacht und erfordern sowohl Geschicklichkeit als auch strategisches Denken. Die Grafiken sind klar und mit einer kinderfreundlichen Darstellung, die gut zur TV-Sendung passt. Die Ansicht ist isometrisch, was natürlich hier und da mal zu Problemen gibt, die üblichen Probleme mit der Steuerung natürlich, aber ist durchaus sehr gut gelungen. Die Level sind abwechslungsreich und kreativ gestaltet. Der Soundtrack ist wie immer fröhlich und ergänzt das Spielgeschehen perfekt. Die Maus auf den Gameboy ist ein charmantes und unterhaltsames Spiel, das sowohl für Fans der TV-Sendung als auch für Liebhaber von Puzzle-Plattformerspielen ansprechend ist. Mit seiner kinderfreundlichen Grafik, dem fröhlichen Soundtrack und einer kreativen Mischung aus Rätseln und Plattformelementen bietet es mal ein etwas anderes Spielerlebnis. Tim und Struppi, der Sonnentempel auf den Game Boy ist ein solides und unterhaltsames Action-Adventure, das die Abenteuer von Tim und Struppi lebendig werden lässt. Tim und Struppi, der Sonnentempel, basiert auch hier natürlich auf der Comicserie von Hergé und ist ein Action-Adventure-Spiel, das die Spieler in der Welt des berühmten Reporters Tim entführt. Das Gameplay ist eine Mischung aus Action, Rätsellösen und Erkundung. Ihr steuert Tim durch verschiedene Level, die von exotischen Schauplätzen des Comics natürlich inspiriert sind. Während des Spiels müssen Spieler Rätsel lösen, Fallen ausweichen und Gegner bekämpfen. Die Rätsel sind gut durchdacht und erfordern logisches Denken und natürlich auch genaues Timing. Die Grafik ist detailliert und bleibt dem Stil der Comicvorlage treu. Die Level sind vielfältig und reich an visuellen Details, die die Atmosphäre des Comics gut einfangen. Auch das Soundtrack passt natürlich hier wie immer sehr gut. Das Spiel ist ein solides und unterhaltsames
unterhaltsames Action-Adventure, das die Abenteuer von Tim und Struppi lebendig werden lässt. Mit einer detailreichen Grafik, dem atmosphärischen Soundtrack und einer gelungenen Mischung aus Action und Rätseln ist es ein empfehlenswertes Spiel für Fans der Comic-Serie und Liebhaber des Genres. Es bietet genug Herausforderungen und Abwechslung, um euch gut zu unterhalten. Die Schlümpfe im Albtraumland ist natürlich auch hier wieder der Nachfolger von den Schlümpfen und die Schlümpfen reisen um die Welt. Hier werden die Schlümpfe in eine Welt voller Albträume versetzt und die Spieler müssen die liebenswerten blauen Charaktere helfen, sich durch verschiedene albtraumhafte Level zu bekämpfen, um wieder sicher nach Hause zurückzukehren. Das Spiel folgt dabei den klassischen Plattformprinzipien. Die Spieler steuern verschiedene Schlumpfcharaktere, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen, durch eine Reihe von Leveln, die von albtraumhaften Szenarien inspiriert sind. Daher natürlich auch der Name. Die Spieler müssen springen, ausweichen und verschiedenen Hindernissen überwinden, während sie Feinden begegnen und Rätsel lösen. Die Grafik ist dabei natürlich auch hier wieder detailreich und kreativ mit einer Vielzahl von dunkleren und mystischen Themen, die sich von den traditionellen Schlumpfumgebungen durchaus abheben. Die Charaktere und Umgebungen sind wie immer sehr gut dargestellt und die albtraumhaften Elemente sorgen für einen interessante visuelle Abwechslung. Das Soundtrack ist wie immer hier sehr gut gelungen. Das Spiel ist auf den Game Boy ein unterhaltsames und gut gestaltetes Plattformerspiel, das eine interessante Wendung zur traditionellen Schlumpfwelt bietet. Mit seinen kreativen Leveln, dem ansprechenden Grafik und dem atmosphärischen Soundtrack ist es eine empfehlenswerte Wahl für Fans der Schlümpfe und Liebhaber von Plattformerspielen. Sea Battle oder auch Schiffe versenken für den Game Boy ist ein Strategiespiel, das auf dem klassischen Prinzip des Klassikers, ja, Schiffe versenken basiert. Das Spiel fordert die Spieler heraus, ihre Flotte strategisch zu positionieren und den Gegner in taktischen Gefechten auf hoher See zu besiegen. Kennen wir alles aus der Schule schon damals. Das Kerngameplay von Sea Battle ist eine Mischung aus strategischer Planung und taktischer Kriegsführung. Spieler müssen ihre Schiffe erst auf einen Gitter positionieren und versuchen, die Position der gegnerischen Schiffe zu erraten und zu treffen. Das Spiel bietet verschiedene Modi, darunter ein Einzelspielermodus gegen den Computer und einen Zweispielermodus, bei dem wir Spieler gegeneinander antreten können. Die Grafik ist hier natürlich eher einfach und funktionell mit einer klaren Darstellung des Schlachtfelds oder verschiedenen Schiffstypen. Die visuelle Gestaltung ist jetzt zweckmäßig und ermöglicht es den Spielern, sich auf die strategischen Aspekte des Spiels zu konzentrieren. Hier lenkt euch also nichts ab, also so kann man es jetzt auch sehen. Der Soundtrack ist minimalistisch, bietet aber passende Soundeffekte, der die Spannung der Seeschlachten zu unterstreichen. Das Spiel ist auf den Game Boy ein unterhaltsames und auch teilweise herausforderndes Strategiespiel, das das klassische Seeschlachtspielprinzip gut umsetzt. Es hat natürlich bei weitem nicht die Tiefe oder Komplexität jetzt moderner Strategiespiele, aber ist für eine Runde zwischendurch immer gut. Ottos Ottifanten Baby Brunos Albtraum ist ein Spiel basierend auf der deutschen Comicreihe der Ottifanten, natürlich von Otto Waalkes. Das Spiel bietet eine lustige und unterhaltsame Plattformer-Erfahrung, in der die Spieler Baby Bruno, einen der beliebten Ottifanten-Charaktere, durch eine Reihe von traumartigen und fantasievollen Level steuern. Das Gameplay weicht hier sehr von der üblichen Plattformer-Formel ab und fühlt sich fast wie eine Neuauflage von Die Maus an. Die Ansicht ist isometrisch und bringt natürlich die Probleme dieser Art von Spiel mit sich. Das heißt die Steuerung und die Übersicht. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase passt das aber. Die Grafik ist lebhaft und bleibt dem Comic-Stil der Vorlage treu. Die Levels sind kreativ gestaltet und bieten eine Vielzahl von Umgebungen, die die Welt der Ottifanten zum Leben erwecken. Das Soundtrack ist fröhlich und passt gut zur leichten Atmosphäre des Spiels. Das Spiel ist wirklich spaßig und passt zu der Welt der Ottifanten, jedoch fand ich nur sehr schwer in das Spiel hinein. Die isometrische Ansicht bringt so seine Probleme mit sich und auch die Grafik ist jetzt nicht sehr gut lesbar. Die Maus finde ich im Vergleich doch etwas besser. Viele der eben aufgeführten Spiele werden von dem Studio Bit Managers entwickelt, der ein wichtiger Partner für die französische Firma war. Die Partnerschaft zwischen Infogrames, einem französischen Videospielentwickler, und Bit Managers, einem spanischen Spieleentwickler, war eine der produktivsten und erfolgreichsten Kooperationen in der Videospielindustrie der 1990er Jahre. Diese Zusammenarbeit führte zu der Veröffentlichung zahlreicher Titel, wie ihr gesehen habt, die bei Spielern auf der ganzen Welt ihren Anklang fanden. Die Kooperation begann schon in den frühen 1990er Jahren in einer Zeit großer Veränderungen und Möglichkeiten in der Videospielindustrie. Infogrames hatte sich bereits einen Namen als innovativer Spieleentwickler und Publisher gemacht und suchte jetzt nach Möglichkeiten, sein Portfolio zu erweitern und auf neue Märkte auszudehnen. Bit Managers, gegründet in Barcelona in Spanien, hatte sich auf die Entwicklung von Spielen für tragbare Konsolen spezialisiert und war daher bekannt für seine technische Expertise und kreativen Ansätze. Die Partnerschaft basierte auf einer gemeinsamen Vision für die Entwicklung von Videospielen und die Nutzung der jeweiligen Stärken. Infogrames brachte seine Erfahrung als Publisher hinein, seine Marktkenntnisse und seine Ressourcen.
während die Bitmanagers ihre technische Expertise und kreative Energie beisteuerten. Diese Kombination ermöglichte es den beiden Unternehmen, innovative Spiele zu entwickeln, die sowohl technisch ausgereift als auch kreativ ansprechend waren. Die Zusammenarbeit zwischen Infogrames und den Bitmanagers führte zu einer Entwicklung und Veröffentlichung einer Reihe von erfolgreichen Spielen, darunter Titel wie Asterix, Die Schlümpfe, Tintin in Tibet. Diese Spiele waren bekannt für ihre hochwertige Grafik, ihren unterhaltsamen Spielablauf und ihre Treue zu den jeweiligen Lizenzthemen. Die Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit und halfen dabei, die Position von Infogrames als einem der führenden Publisher in der Branche zu festigen. Ein Schlüsselaspekt für die Zusammenarbeit war die Entwicklung von Spielen basierend auf beliebten Lizenzen. Infogrames erwarb die Rechte an verschiedenen bekannten Comics- und Zeichentrickserien und arbeitete mit den Bitmanagers zusammen, um diese in das Videospielformat umzusetzen. Diese Strategie erwies sich als sehr erfolgreich, da es den Spielen ermöglichte, von den bereits bestehenden Fanbasis der verschiedenen Franchises zu profitieren und gleichzeitig neue Zielgruppen anzusprechen. Die Partnerschaft zwischen Infogrames und den Bitmanagers hatte einen signifikanten Einfluss auf die Videospielindustrie, insbesondere im Bereich der Spiele für tragbare Konsolen. Sie zeigte, wie erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen spezialisierten Unternehmen in der Branche aussehen kann und wie durch gemeinsame Anstrengungen hochwertige und beliebte Spiele entwickelt werden können. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen war ein Paradebeispiel dafür, wie die Kombination von komplementären Stärken, gemeinsamen Visionen und der effektiven Nutzung von Lizenzen zu einer erfolgreichen und produktiven Partnerschaft in der Videospielindustrie führen kann. Ich habe schon in getrennten Tests viele der erwähnten Spiele genau unter die Lupe genommen und habe dort auch oft den typischen Infogrames-Sound angesprochen. Die Musik hebt sich von den meisten Spielen in ihren Stil dann doch sehr von dem üblichen ab. Woran liegt das? Hauptsächlich an Alberto José González, der für die Bitmanagers viele Spiele mit Musik untermalt hat und einen ganz eigenen Stil reingebracht hat. González begann seine Karriere in der Musikindustrie in den 1980er Jahren. Sein Einstieg in die Videospielbranche erfolgte, als er sich dem spanischen Spieleentwickler Bitmanagers anschloss. Hier fand er die perfekte Plattform, um seine Leidenschaft für Musik in der aufstrebenden Welt der Videospiele zu verbinden. González' Arbeit auf dem Game Boy ist besonders bemerkenswert. In einer Zeit, in der technische Einschränkungen der Hardware eine Herausforderung darstellten, schuf er Musik, die nicht nur die Grenzen überwanden, sondern auch das Spielerlebnis bereicherten. Seine Fähigkeit, eingängige und melodische Musikstücke innerhalb der beschränkten Soundkapazität des Game Boy zu kombinieren, hat ihn in der Videospielgemeinschaft berühmt gemacht. Zu den bekanntesten Arbeiten von González gehören hier die Soundtracks für Spiele wie Asterix, Die Schlümpfe und natürlich auch Tim und Struppi in Tibet. Seine Musik für diese Spiele ist charakteristisch und unverwechselbar, oft geprägt von lebhaften Melodien und rhythmischen Beats, die perfekt zu den visuellen und thematischen Elementen des Spiels passen. Sein musikalischer Stil ist vielfältig, reich von fröhlichen und dynamischen Melodien bis hin zu atmosphärischen und stimmungsvollen Kompositionen. Seine Technik, komplexe und harmonische Melodien zu schaffen, die innerhalb der technischen Beschränkungen des Gameboys funktionieren, zeugt von einem tiefen Verständnis sowohl der Musiktheorie als auch der Videospielhardware. Alberto José González hat einen unbestreitbaren Einfluss auf die Welt der Videospielmusik gehabt. Seine Arbeit hat gezeigt, dass gute Musik ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses ist und dass kreative Beschränkungen oft zu Innovationen und unvergesslichen musikalischen Werken führen können. Seine Kompositionen bleiben ein inspirierendes Beispiel für zukünftige Generationen von Videospielkomponisten und ist ein Zeugnis der kreativen Möglichkeiten innerhalb der Welt der 8-Bit-Musik. Infogrames hat auf den Game Boy einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wobei die Titel natürlich bei uns vor allem hier in Europa populär waren. Immerhin sind auch viele der Comics eher bei uns bekannt. Die Strategie zahlte sich wirklich aus und die Spiele sind jetzt jeweils keine Meilensteine der Videospielgeschichte, jedoch kann man eigentlich fast ohne Bedenken bei jedem Spiel zugreifen. Das schafft bei weitem nicht jede Firma.